Moin. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu den Gremiensitzungen zur Pressekonferenz nach den Gremiensitzungen. Heute wieder mit vollem Podium, mit Generalsekretär Carsten Lindemann, dem Vorsitzenden der CDA Karl-Josef Laumann, der Vorsitzenden der MIT Gitta Connemann und dem ehemaligen Präsidenten des Bundessozialgerichts Rainer Schlegel. Falls Sie sich über den Aufbau hier wundern, wir haben nicht so viele Journalistinnen und Journalisten für unser neues Konzept erwartet. Es findet heute Abend noch eine Veranstaltung hier im Haus statt, Chancenland Deutschland. Wenn Sie noch nichts vorhaben, sind Sie herzlich willkommen. Jetzt geht es aber ohne weitere Umschweife los. Carsten Lindemann. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Konrad-Adenauer-Haus. Schön, dass wir uns mal wieder sehen. Wir hatten heute die Gremiensitzung, sowohl das Präsidium als auch der Bundesvorstand hat getagt. Es war eine gute Stimmung, eine konstruktive Stimmung und wir haben vor allen Dingen über die neue Grundsicherung gesprochen. Deutschland befindet sich in einer Krise. Die Bundesregierung hat in unseren Augen keinen Plan, wie wir aus dieser Krise herauskommen und deshalb wollen wir an einem Plan arbeiten. Wir wollen zeigen und darstellen, was wir besser machen, wollen nicht nur meckern, wollen ganz konkret sagen, was sind unsere Konzepte, was wir besser machen als die Ampel. Dazu bereiten wir eine Agenda 2030 vor, ein Gesamtkonzept. Und ein zentraler Baustein dieses Konzepts ist die neue Grundsicherung. Wir werden das Bürgergeld in der jetzigen Form abschaffen und werden eine neue Grundsicherung schaffen. Wir werden ein gerechtes System schaffen, in dem wir vor allen Dingen für die Menschen da sind, die Hilfe bedürfen, vielleicht sogar noch mehr als heute. Und auf der anderen Seite werden Menschen, die arbeiten können, auch arbeiten gehen müssen, ansonsten entfallen Sozialleistungen. Das ist gesunder Menschenverstand, das ist CDU pur und das ist Kern des Kerns dieses neuen Konzeptes, neue Grundsicherung. Es ist sozusagen eine Sozialstaatsreform. Wir werden den Begriff Bürgergeld auch abschaffen, weil der Begriff Bürgergeld suggeriert, als ob es jedem Bürger zusteht. Wir haben zwei verschiedene Systeme in Deutschland. Auf der einen Seite steuerfinanzierte Sozialleistungen, die den Sozialstaat ausmachen. Das sind Menschen, die jeden Tag arbeiten gehen und diesen Sozialstaat finanzieren. Und auf der anderen Seite haben wir Versicherungs- bzw. beitragsfinanzierte Versicherungsleistungen und der Begriff Bürgergeld führt in die Irre. Deswegen sprechen wir von nun an in unserem Konzept von der neuen Grundsicherung. Und in der Substanz ändert sich auch etwas. Ich persönlich habe mir auch verschiedene Systeme angeschaut, auch in den Niederlanden, Dänemark, auch in Japan. Und alle Systeme, die gut laufen weltweit, laufen eigentlich gleich, dass man auf der einen Seite für die Menschen da ist, die Unterstützung brauchen und auf der anderen Seite das Fordern ernst nehmen. Und da haben wir einen neuen Punkt, dass wir eine verbindliche Kooperation wollen. Die derzeitige Kooperation zwischen dem Staat und dem Bürgergeldempfänger ist unverbindlich. Diese soll in Zukunft verbindlich sein. Und wir wollen für Totalverweigerer einen neuen Passus einführen, nämlich wir gehen davon aus, dass Totalverweigerer keine Unterstützungsleistung benötigen. Dazu haben wir uns Expertise geholt und ich freue mich auch, dass der ehemalige Präsident des Bundessozialgerichtes in Kassel, Herr Rainer Schlegel, uns hier unterstützt. Er hat auch eben im Bundesvorstand Stellung genommen und deswegen freue ich mich, dass er hier ist. Dieser Beschluss ging einstimmig vonstatten. Wir haben einige Änderungen noch vorgenommen, die waren aber eher kleiner Natur und deswegen freue ich mich, dass der Bundesvorstand einstimmig das Konzept neue Grundsicherung angenommen hat. Karl-Josef. Ja, meine Damen und Herren, es ist ja so, dass es, glaube ich, jedem klar ist, dass wir in der jetzigen wirtschaftlichen Situation leider eine abnehmende Akzeptanz des Bürgergeldes bei uns in der Bundesrepublik Deutschland haben. Es hängt schlicht und ergreifend damit zusammen, dass wir eine Arbeitsmarktlage haben, wo der normale Bürger jeden Tag auf Schritt und Tritt sieht, dass es einen Arbeitskräftemangel bei uns in Deutschland gibt, dass viele gewohnte Leistungen nicht mehr so zur Verfügung stehen, wie man das früher der Fall war. Und wenn man dann fragt, warum ist das so? Ja, wir haben kein Personal. Und auf der anderen Seite haben wir die Situation, dass wir bei dem Bürgergeld
auch die Integration in den Arbeitsmarkt nicht gut genug hinkriegen. Eine CDU-Sozialpolitik muss immer darauf aufgebaut sein, dass die Menschen wissen, wenn in ihrem Leben ein Bruch passiert, etwas Schlimmes passiert, dass sie keine Angst um ihre Wohnung haben müssen, dass sie keine Angst um ihren Lebensunterhalt haben müssen. Es ist ganz wichtig, dass der Staat auch in dieser Frage Sicherheit garantiert und Sicherheit gewährleistet. Das ist auch unser Menschenbild. Auf der anderen Seite funktioniert ein Sozialstaat, wie wir uns in den letzten 75 Jahren den geschaffen haben, immer nur aus einem guten Verhältnis von Solidarität auf der einen Seite und Eigenverantwortung auf der anderen Seite. Und das Bürgergeld ist ausgeschlagen, zu sehr in die Frage der Solidarität und zu wenig in die Frage der Eigenverantwortung. Dazu kommt ein weiterer Punkt. Aus unserer Sicht ist es so, dass es ganz wichtig ist, dass Menschen nicht nur Geld haben, sondern ich sage es immer so, dass es einen guten Grund gibt, morgens aufzustehen, dass man irgendwo erwartet wird, dass das zum Menschenleben einfach dazugehört. Und deswegen ist eine gute Sozialpolitik eine Sozialpolitik, die die Menschen an die Hand nimmt, sie auch anleitet, wieder zu einem Leben zu kommen, wo sie eine Aufgabe haben. Und das ist natürlich im erwerbsfähigen Alter auch die Ausübung einer Berufstätigkeit. Und das ist das A und O, glaube ich, von Integration. Und das müssen wir wieder stärker hinkriegen. Und deswegen ist es natürlich völlig klar, dass unsere Jobcenter diese Menschen helfen müssen, wieder in Arbeit zu kommen. Auch die Wirtschaft offen sein muss, auch mal Menschen, die nicht so einen tollen Lebenslauf haben, eine faire Chance zu geben. Das gehört auch dazu. Auch Jobcenter müssen für ihr Klientel bei der Wirtschaft werben, dass man es auch mit diesen Menschen mal versucht. Aber dann, wenn wir diesen Menschen eine Arbeit anbieten können, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass diese Arbeit angenommen wird. Und dass das natürlich dann, wenn man das nicht tut, auch mit Sanktionen belegt werden kann. Im Übrigen, ein solches System des Forderns und Förderns hatten wir bis zu Beginn der Pandemie in Deutschland. Und es war überhaupt kein Thema. Und das zu einer Zeit, wo der Arbeitsmarkt nicht so gut war wie jetzt. Und deswegen finde ich es völlig in Ordnung, dass wir als Union mit diesem Papier heute einen sehr ausgewogenen Vorschlag machen, wie wir wieder Fördern und Fordern enger zusammenbringen wollen, wie wir die Frage von Solidarität und Eigenverantwortung in diesem System mit Bedacht und Maß auch neu justieren wollen. Und deswegen bin ich froh, dass wir mit diesem Ansatz als CDU, glaube ich, einen großen Beitrag leisten, dass in unserer Bevölkerung die Akzeptanz für ein gut ausgestattetes Grundsicherungssystem erhalten bleibt. Es gibt immer mehr Menschen, die sich die Frage stellen, ob das alles noch richtig ist, was jetzt ist. Und wir möchten nicht denjenigen Vorschub leisten, die am Ende die Grundsicherung zerstören wollen. Und deswegen ist es wichtig, bevor das Problem entstanden ist, mit einer Idee zu kommen, wie man sich denn dieses System auch für die Zukunft sicher machen kann. Und ich glaube, dass uns da in den letzten Wochen ganz gute Grundüberlegungen eingefallen sind. Wenn Sie das Papier lesen, lesen Sie auch, dass dabei ein wirklich realistisches Menschenbild Pate gestanden hat, aber auch ein Menschenbild Pate gestanden hat, was sehr wohl weiß, dass Menschen scheitern können und dass man ihnen helfen muss, dass sie wieder in die richtige, nicht nur in die richtige, sondern auch in eine für sie positive Entwicklung einmünden können. Christdemokraten müssen immer Chancen eröffnen für Menschen und Christdemokraten dürfen nie Chancen verschütten für Menschen. Und Christdemokraten wissen auch, dass Menschen so sind, wie sie sind. Und deswegen hat auch jeder Mensch mehr wie eine Chance verdient. Und ich finde, dass wir das in diesem Papier sehr gut zum Ausdruck bringen. Schönen Dank. Jutta Konnemann. Ja, ich schließe sofort an, wie übrigens dieses Papier in wunderbarem Schulterschluss auch zwischen MIT und CDA entstanden sind. Denn wir sind uns einer Meinung und der Auffassung, dass tatsächlich Arbeit auch nicht nur die beste Sozialpolitik ist, sondern am besten auch der Integration von Menschen dient. Nicht nur was finanzielle Gegebenheiten angeht, sondern auch die Wiederherstellung zum Teil von Würde.
aber auch vor dem Hintergrund, dass zurzeit tatsächlich jeder und jede gebraucht wird. Wir haben die Stellenerhebung, auf die ich kurz eingehen möchte, der IAB aktuell aus dem letzten Quartal, die derzeit sagen, wir gehen von ca. 1,73 Millionen offenen Stellen aus. Die Dunkelziffer ist deutlich höher, denn zur Wahrheit gehört, dass inzwischen Betriebe aufhören, auch offene Stellen zu melden. Deswegen ist übrigens die Zahl der gemeldeten offenen Stellen bei der Bundesagentur für Arbeit noch deutlich geringer als jetzt beim IAB. Aber man hört auf, weil man sagt, wir werden keine Reaktion insoweit erfahren, weil am Ende zurzeit der Sozialstaat auch Fehlanreize bietet. Und das ist ja auch das Ergebnis der IFO-ZEW-Studie, die das BMAS selbst in Auftrag gegeben hatte, das ja Anfang des Jahres vorgelegt worden ist und die sehr deutlich sagt, wir haben hier das Problem, dass ein steigendes Einkommen durch ein Abschmelzen staatlicher Leistungen wie zum Beispiel Bürgergeld, aber auch Kindergeldzuschlag, Wohngeld etc. und einer steigenden Steuer- und Sozialabgabenbelastung wieder aufgefressen wird, sodass wir hier auch bei dem Punkt sind, dass es zunehmend Diskussionen vor Ort gibt, lohnt es sich überhaupt noch zu arbeiten? Und ich komme jetzt am Wochenende von einem kleinen Betrieb, den ich besucht habe, ein Metallbaubetrieb, der immer noch sehr gut zu tun hat. Das ist die erste gute Nachricht, der aber inzwischen bei einer Vier-Tage-Woche ist. Und wir reden über Nordwestdeutschland, also jetzt nicht Ballungszentren, aber eine Vier-Tage-Woche inzwischen hat, weil es nicht mehr ausreichend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite die wachsende Zahl auch entsprechend an Bürgergeldempfängern, wobei es sicherlich so ist, auch das in aller Deutlichkeit zu sagen, dass nicht jeder Bürgergeldempfänger sofort in Arbeit vermittelt werden könnte. Aber es gibt diejenigen, die tatsächlich, wo die Möglichkeit entsprechend besteht und deshalb es auch in unserem Papier heißt, vermitteln, 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 aber am Ende eben auch Abbau von Fehlanreizen, um tatsächlich einen guten Schwung auch wieder für den Arbeitsmarkt entsprechend zu bringen, sodass wir sowohl die soziale wie auch die wirtschaftliche Seite in diesem Papier entsprechend mit abbilden. Übrigens auch im Sinne des Förderns und Forderns. Karl-Josef Laumann hatte darauf hingewiesen, dass es dieses Prinzip gab, bevor es außer Kraft gesetzt wurde. Dieses Prinzip ist aber eins der zentralen Fundamente, auf der auch der Wohlstand, das Wachstum dieses Landes basiert. Ein Fundament, das es heute mehr denn je braucht, auch vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die wir haben. Und vor diesem Hintergrund glauben wir, dass dieses Papier ein hervorragendes, auch sehr konkretes Angebot ist, um Fehlanreize zu bekämpfen, aber tatsächlich auch eine bessere Integration zu ermöglichen. Vielen Dank, Herr Schlegel. Das zweite Punkt, Sozialgesetzbuch, die Grundsicherung für Arbeitssuchende, geht zurück auf die Agenda 2010. Sie entstand Ende der 1990er Jahre. Ausgangssituation war eine darniederliegende Wirtschaft und Massenarbeitslosigkeit. Eine schwächende Wirtschaft haben wir heute wieder, aber was sich geändert hat, wir haben keine Massenarbeitslosigkeit mehr, sondern wir haben einen eklatanten Fachkräftemangel und auch einen überall sichtbaren, für jedermann sichtbaren Arbeitskräftemangel. Frau Konnemann hat es gerade erwähnt. Trotzdem haben sich die Grundstrukturen dieses Gesetzes nicht verändert. Ich möchte eines betonen, die ganz große Mehrzahl derjenigen Menschen, die sich im Grundsicherungssystem befinden, verhalten sich korrekt, sie versuchen jeden Tag Arbeit zu finden, geben sich Mühe und verdienen deshalb den größten Respekt der Gesellschaft. Es gibt eine kleine Anzahl von Menschen, die das anders sehen und die sich nicht so verhalten, wie das Gesetz es eigentlich erwartet und die mit ihrem Verhalten das gesamte System diskreditieren und seine Akzeptanz gefährden. Darauf hat Herr Laumann hingewiesen.
Und diese Minderheit, der die sich nicht korrekt hält, die mag vielleicht nicht groß sein, aber sie diskreditiert das System, sie diskreditiert damit auch diejenigen, die in das System sind. Und letztlich stößt es auch denen bitter auf, die dieses System durch ihre Steuern bezahlen müssen. Die Ausgangssituation des Gesetzes hat sich, wie gesagt, durch den jetzt bestehenden Arbeitskräftemangel deutlich verändert. Wir haben Arbeitskräftemangel und keine Arbeitslosigkeit mehr. Es ist also heute sicherlich einfacher, eine Stelle zu finden, als das in den 1990er war oder auch beim Inkrafttreten des SGB II 2005. Und deshalb denke ich, ist es nicht ganz verkehrt, vielleicht einige Stellschrauben wieder nachzujustieren, die insbesondere in der Pandemie aus Gründen der Kontaktvermeidung zu Veränderungen im Gesetz geführt haben. Die Vermögenswerte wurden hochgesetzt, die Fristen, sich eine angemessene Wohnung zu verschaffen, wurden verlängert. Diese Dinge muss man auf den Prüfstand stellen, denn die Pandemie ist vorbei, die Situation ist heute andere als noch vor 4 Jahren. Die Frage bei dem Ganzen ist, geht das rechtlich? Insbesondere die Frage, ist es denn möglich, dass man Totalverweigerer die Leistung entzieht? Und diese Frage ist ganz klar zu bejahen. Die Entscheidung, die diese Frage, an der man diese Frage messen muss, ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 5. November 2019, die sogenannte Sanktionsentscheidung, wo Karlsruhe zu entscheiden hatte, ob die Sanktionen, die im SGB II vorgesehen sind, rechtmäßig und mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Im Rahmen dieser Entscheidung zu den Sanktionen betont das Bundesverfassungsgericht an ganz, ganz vielen Stellen seines Urteils zunächst mal die Bedeutung des Nachranggrundsatzes. Also, dass nur derjenige diese Leistungen in Anspruch nehmen darf, auch verfassungsrechtlich zulässig in Anspruch nehmen darf, der bedürftig ist. Der ist also nicht aufgrund eigenen Einkommens, aufgrund eigenen Vermögens oder die Zuwendungen Dritter, seiner Familie etwa, auf eigenen Beinen stehen kann. Also nur die Karlsruhe spricht von den wirklich Bedürftigen. So, und sagt dann, um diese Hilfebedürftigkeit zu überwinden, ist es auch gerechtfertigt, dass der Gesetzgeber dem einzelnen Hilfebedürftigen Mitwirkungspflichten auferlegt, also Anstrengung von ihm erwarten darf, seine Lage intrinsisch von sich aus zu verbessern. Er muss also Arbeitsangebote annehmen, er muss Qualifizierungsangebote annehmen, er muss, wenn es an sonstigen Hindernissen fehlt, mit Hilfe der Agentur für Arbeit versuchen, diese Hindernisse, die einer Arbeitsaufnahme entgegenstehen, zu überwinden. Dazu bekommt er zahlreiche Fördermaßnahmen, die das Gesetz vorsieht, aber andererseits ist auch er gehalten, seinen Mitwirkungspflichten nachzukommen. Und Karlsruhe prüft dann im Einzelnen diese Mitwirkungspflichten am Maßstab unserer Verfassung, am Maßstab des Grundgesetzes und kommt zum Ergebnis, diese Mitwirkungspflichten sind allesamt verfassungsrechtlich in Ordnung. Der Gesetzgeber verfolgt mit diesen Mitwirkungspflichten ein legitimes Ziel. Die Mitwirkungspflichten sind auch geeignet, sie sind erforderlich und sie sind auch im engeren Sinne zumutbar diesen Hilfeempfängern auferlegt. In einem zweiten Schritt prüft dann das Bundesverfassungsgericht, ob auch die Sanktionen dem Grundgesetz entsprechen und bejaht das ohne weiteres für die 30%-Sanktion. Für die 60%-Sanktion und den völligen Wegfall hat Karlsruhe geurteilt, insoweit würden dem Gesetzgeber entsprechende Studien nicht zur Verfügung stehen und man könne nicht nachprüfen, ob es wirklich hilft, 60%-Sanktionen auszusprechen, ob nicht 30 auch ausreicht. So, am Ende des ganzen Urteils steht dann allerdings der Satz, dass derjenige, dem eine Arbeit, eine zumutbare Arbeit angeboten wird. Es geht immer nur um zumutbare Arbeit. Es geht nie um etwas, was nicht zumutbar ist. Zumutbar im Sinne von gesundheitlich zumutbar, im Hinblick auf seelische Gesundheit, körperliche Gesundheit, im Hinblick auf Familie, auf Kinderbetreuung, auf sonstige Gründe abstellend. Es muss immer zumutbar sein. Etwas Unzumutbares wird nicht angeboten, also es wird einem Hilfeempfänger eine ihm zumutbare, in jeder Hinsicht zumutbare Arbeit angeboten, die er ausüben könnte, wo er also nur zugreifen müsste und dies seine Situation verbessert und ihn in die Lage versetzen würde, wieder auf eigenen Beinen zu stehen.
Wenn eine solche Situation vorliegt und dieser Hilfeempfänger sagt, diese Arbeit möchte ich nicht annehmen, dann sagt Karlsruhe ganz klar, dann ist diese Person zu behandeln, als wäre sie nicht bedürftig. Das heißt, wer nicht bedürftig ist, hat keinen Anspruch auf Grundsicherung. Sodass aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und den Sanktionen hervorgeht, dass diese sogenannten Totalverweigerer, die eine Arbeit, eine ihnen angebotene Arbeit, ohne Grund ablehnen, so zu behandeln sind, als hätten sie keinen Anspruch auf Grundsicherung. Das bedeutet, dass sie mit dem Entzug der Leistung rechnen müssen und rechnen dürfen und das nicht gegen die Verfassung verstößt. Vielen herzlichen Dank und wir kommen zu Ihren Fragen. Als erstes hatte sich Alicia Mentgen vom RND gemeldet. Ich habe noch eine Nachfrage zu dem Thema, dass Sie Extreme bei den Anpassungen des Regelsatzes vermeiden wollen. Das steht ja so in dem Papier. Wie wollen Sie das erreichen? Also welche Berechnungsmethode schwebt Ihnen denn davor, wenn Sie gleichzeitig aber auch erreichen wollen, dass die Inflation eben nicht erst rückwirkend drauf gerechnet wird? Und dann würde mich trotzdem noch mal zu dem Thema Sanktionen für Totalverweigerer interessieren. Herr Laumann, wie viele Totalverweigerer gibt es denn überhaupt? Vielleicht können Sie das für NRW ja mal sagen, weil laut der Bundesagentur für Arbeit sind das ja, ist ja wirklich nur eine Minderheit. Also zur ersten Frage, die zweite Erhöhung des Bürgergeldes war ganz klar zu hoch, ja. War in keinem Verhältnis mehr zur Inflationsrate. Die Prognose war zu positiv im Bereich der Inflationsrate. Deshalb gibt es verschiedene Möglichkeiten, dieses zu machen. Man könnte zum Beispiel unterjährig eine Inflationsanpassung vornehmen, dass man sie nicht so hoch schätzt, sondern konservativ schätzt. Und sollte es dann wieder zu exogenen Schocks kommen, wie Ukraine-Krieg, und auf einmal geht die Inflation hoch auf 8-9%, da muss man es halt unterjährig anpassen. Aber wir sind hier kein Gesetzgeber, sondern wir sind eine Partei. Und wir wollen das System ändern. Das ist ein Vorschlag, aber das muss man diskutieren. Es gibt verschiedene Vorschläge, die im Raum stehen. Ich erinnere an den Wissenschaftlichen Beirat vom Finanzministerium, IFO, ZDW. Alle beschäftigen sich mit diesen Themen und da würden wir dann draufgehen. Also das Thema Totalverweigerer, deswegen steht es auch so drin mit Totalverweigerer, ist eine ganz, ganz kleine Zahl. Es ist nur so. Man hat ja die Debatte einfach in der Bevölkerung da, auch in den Medien da, ist es richtig, dass jemand, der nicht arbeitet, trotzdem diese Leistung bekommt. Und deswegen war das auch an diesem Papier eine Kante, die wir sehr sorgsam aufgeschrieben haben. Mhm. Und da steht ja nicht drin, dass dann, wenn jemand eine Arbeit ablehnt, wir die Unterstützung streichen, sondern wir reden von Totalverweigern. Sag mal, mir hat mal ein Jurist in meinem Ministerium erklärt, Sie müssen sich das so vorstellen als Minister, es ist ein Mensch, den Sie eine Arbeit anbieten, die so ist, dass Sie ihn aus der Hilfebedürftigkeit raushelfen würde. Und wenn er sie dann ablehnt, dann reden wir von einem Totalverweigerer. Aber ich finde, dass es deutlich sein muss, diese Formulierung hat in diesem Papier, finde ich, aus unserer CDU-Sicht zwei Gesichtspunkte. Einmal, dass wir ganz klar sagen, wenn jemand wird etwas Vernünftiges angeboten bekommt und er macht es nicht, dass wir es nicht akzeptieren. Das würde ja auch von den ganzen Menschen, die für Niedriglöhne arbeiten, die fragen sich ja auch, warum mache ich das eigentlich? Und jetzt, also ich finde wirklich, wenn morgens Leute um 5 Uhr aufstehen und ein Ministerium putzen, da habe ich höchsten Respekt vor diesen Menschen. Mhm. Aber die stellen sich ja die Frage, warum mache ich das eigentlich? Ja. Wenn andere es so machen können. Und auf der anderen Seite hat dieses Wort Totalverweigerer bei uns in diesem Papier auch den Sinn, dass wir sehr deutlich machen, dass wir hier als CDU sehr nachdenklich und sehr zurückhaltend argumentieren. Und nicht einfach so ein allgemeines Gerede über die, ich sag mal in Anführungsstrichen, arbeitsunwilligen Grundsicherungsempfänger machen. Und deswegen bitte ich einfach mal um Verständnis, dass wir diesen Begriff aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts genommen haben, denn die haben den geprägt. Und dass wir den hier als Grundlage gemacht haben. Vielen Dank, Herr Blank. Ja, eine Frage auch an Herrn Laumann. In dem Papier steht, dass zum Schonvermögen, dass Sie Schonvermögen von der Zahl der Arbeitsjahre abhängig machen wollen. Können Sie dieses Konzept erklären? Wie sieht das aus? Und können Sie das vielleicht aufschlüsseln? Und Herr Lindemann,
ganz kurz, mit wem wollen Sie das Konzept umsetzen nach einer Bundestagswahl? Weil SPD und Grüne haben ja schon gesagt, mit Ihnen nicht. Also, wenn ich das nochmal sagen darf, die Frage des Schonvermögens. Ich finde, beim Schonvermögen war es bis vor der Pandemie so, dass wir über zwei Schonvermögen geredet haben. Über ein Schonvermögen, was für die Alterssicherung gedacht ist, in kapitalgedeckten Versorgungssystemen. Und da war es so, und so soll es auch aus unserer Sicht bleiben, dass Vermögen, was in Lebensversicherungen zum Beispiel einbezahlt ist, nicht angepackt wird. Weil sonst hast du ja das Problem, wenn sie über 65 sind, dass man das Problem weiter fortführt. Die Frage, wie viel Geld darf man an verfügbaren, sage ich mal, Vermögen haben, da finde ich schon, dass die Frage nach Arbeitsjahren deswegen richtig ist, dass das bei jemand, der 60 ist, einen höheren Anteil sein muss, wie bei jemand, der 22 ist. Und es gehört zur Solidarität eben auch dazu, dass in einem gewissen Umfang auch Vermögen zur Lebenssicherung eingesetzt werden muss, wenn man durch Erwerbseinkommen keins hat, aber dass man einen bestimmten Anteil des Vermögens unter Schutz stellt, das haben wir in der Sozialhilfe, das haben wir in anderen Grundsicherungssystemen ja auch, und das muss in diesem System auch so sein. Ich will noch mal sagen, die Sache mit dem Vermögen. Schauen Sie, wenn ich mir das Klientel der Menschen bei uns in Nordrhein-Westfalen in den Jobcentern anschaue, dann ist unser großes Problem nicht das Vermögen. Die meisten Leute, die im Jobcenter sind, haben kein Vermögen. Gucken Sie sich mal die Sparkassenberichte an, wie hoch der Anteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist, die kein Vermögen haben. Es sind in einigen Regionen unseres Landes 50% der Lohnkonten, wo kein Vermögen ist. Diese Frage mit dem Vermögen ist erst in die ganze Grundsicherungsdebatte gekommen, wo man auch versucht hat, ich sag mal, dann, wenn aufgrund von bestimmten Entscheidungen Selbstständige ein Problem haben, dass man dadurch eine höhere Absicherung in das System gebracht hat. Und ich glaube, dass wir hier ganz klar sagen müssen, zu einem Grundsicherungssystem gehört auch die Anrechnung von Vermögen, wenn es eine bestimmte Höhe überschreitet. Und schauen Sie, wenn Sie das auf der anderen Seite haben, dass Leute, die im Pflegeheim sind, ich glaube, bis auf 10.000 Euro alles erst einmal selber bezahlen müssen, bevor es eine Unterstützung über die Sozialhilfe in der Pflege gibt. Dann gibt es natürlich auch, finde ich, Punkte, wo man sagen muss, ja, auch hier kann Vermögen nicht uneingeschränkt für eine bestimmte Zeit, das ist jetzt ja in Bürgergeld in Wahrheit 18 Monate unter einen besonderen Schutz gestellt, einmal 12 Monate, dann gibt es noch den Paragraph 22, da geht es nochmal um ein halbes Jahr, sondern man muss diese Frist, glaube ich, schon ein Stück weit verkürzen. Und ich kann das auch deswegen verantworten, weil ich der festen Überzeugung bin, dass eine Sache heute anders ist wie zur Einführung der Grundsicherung. Wenn du damals, wo die Grundsicherung eingeführt worden ist, wo sie viel strenger war wie heute, in einer Firma gearbeitet hast, die pleite ging und du warst 55 Jahre, dann konntest du so gut sein, wie du wolltest, es war sehr schwer, einen Job wiederzufinden. Das ist heute anders, ja. Die Situation ist heute so, dass ein Mensch in dem Alter einen Arbeitslosengeldanspruch hat von 12 Monaten und wahrscheinlich sogar von einigen Monaten mehr, wenn er früh angefangen ist. Und ich bin ziemlich sicher, dass er in dieser Zeit, wo er Arbeitslosengeld kriegt, wo wir also nicht über eine vermögensabhängige Leistung reden, sondern über eine beitragsbegründete Leistung reden, auch in diesem Land Arbeit wiederfinden kann und wiederfinden wird. Und deswegen ist das sozialpolitisch, finde ich, so vernünftig. Herr Doll. Wenn wir uns, zweite Frage noch, Herr Blank, wenn wir uns jeden Tag Gedanken machen, mit wem wir unsere Politik durchsetzen können, dann könnten wir uns unsere Arbeit sparen. Würde ich mich lieber jetzt hier ins Café setzen und einen Kaffee trinken, vielleicht einen Cappuccino und Zeitung lesen. Eine Partei darf nie in Kompromissen denken. Eine Partei muss immer sagen, was würde sie machen, wenn sie die absolute Mehrheit hätte? 100% Union, CDU pur. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, die Argumente des gesunden Menschenverstandes liegen auf unserer Seite. Nach dieser Pressekonferenz werden wir sehr viele Mails bekommen von Mitarbeitern in Jobcentern, die uns Recht geben. Es ist einfach etwas ins Rutschen geraten in Deutschland. Und das muss korrigiert werden. Es gab früher eine Eingliederungsvereinbarung. Heute gibt es einen Kooperationsplan zwischen Staat und Bürgergeldempfänger. Und der ist heute rechtlich unverbindlich. Ja.
Und wir wollen den verbindlich machen, weil wir auch eine Verantwortung gegenüber Menschen haben, die jeden Tag arbeiten gehen und mit ihren Steuern und Beiträgen den Sozialstaat in Deutschland überhaupt erst möglich machen. Und mit dieser Position gehen wir in den Wahlkampf und es wird zu den zentralen Positionen gehören, die wir im Wahlkampf formulieren werden. Gestatten Sie mir noch folgende Ergänzung, denn wir reden jetzt durchaus auch über, was können wir gesetzgeberisch machen, was bedeutet es für den Einzelnen, was bedeutet es vielleicht für einen Arbeitgeber. Aber am Ende geht es hier auch durchaus um die Frage der Akzeptanz, und zwar der dauerhaften Akzeptanz unseres Sozialstaates. Denn ehrlicherweise, wenn wir fordern und fördern nicht wieder einführen, wie wir es vorgeschlagen haben, dann wird die Akzeptanz der Bevölkerung, und das zeigen uns jeden Tag ja auch Anschriften, die wir bekommen, führt zu, in diesem Fall auch zum Teil, zu hohe Sozialleistungen sinken und es werden radikale Kräfte gestärkt, die unseren Sozialstaat letztlich auch grundsätzlich zerstören wollen. Und das heißt, es ist dem Grunde nach, es ist kein Friedensangebot, aber es ist ein kluger Kompromiss, um am Ende alle auch wieder zusammenzuführen und auch dem Grundsatz, Leistung muss sich lohnen, wieder eine Bedeutung zu verleihen. Und da geht es ebenso um Fragen wie Schonvermögen, um Fragen eben wie Verweigerungen, aber am Ende auch um die Frage, tun wir dann für diejenigen, die Hilfe bedürfen, noch genug? Also ich will noch mal sagen, ich glaube, wir müssen einfach aus einer Debatte raus, dass Arbeit etwas Schlimmes ist. Ja. Arbeit ist die Teilhabe an Arbeit ist eine entscheidende Frage, ob Integration gelungen ist. Egal welchen Menschen in dieser Gesellschaft integrieren will und egal aus welchem Grund, ob behinderte Menschen, ältere Menschen, zugezogene Menschen, Christus in der Arbeit, Christus nicht, hinter sie in die Arbeit kommen, ist die Integration, finde ich, immer unvollendet. Und Arbeit ist, wir reden ja immer von zumutbarer Arbeit, von vernünftiger Arbeit, von Leuten, da zumindest der Mindestlohn gezahlt wird, die Arbeitszeitgesetze in diesem Land eingehalten werden, die wir ja auch kontrollieren und vieles andere. Wo es vernünftig, wo es Urlaub gibt, wo es auch Urlaubsgeld gibt und all diese Dinge. Arbeit ist ein Bestandteil des menschlichen Lebens. Und wenn man ein religiöser Mensch ist, dann darf man keinen Menschen es verwehren, an der Schöpfung Gottes mitzuwirken und zu arbeiten. Wir sind eine C-Partei. Und da kann man nicht hingehen wie bei Maschinen und Leuten Geld überweisen, damit sie ruhig sind. Menschen kann man nicht stilllegen. Wenn ich eine Maschine nicht mehr haben will, kann ich sie meinetwegen stilllegen, wenn ich es finanzieren kann. Einen Menschen darf man nicht stilllegen. Und eine gute Sozialpolitik sorgt dafür, dass die Menschen wieder Fuß fassen in einer solchen Welt. Und da bin ich fest von überzeugt, dass sich dafür auch große Mehrheiten finden lassen. Und ich bin auch sicher, dass es auch in anderen Parteien Menschen gibt, die das ähnlich sehen. Jetzt aber Herr Doll. Super. Ich hätte zwei Fragen. Die eine ist, was unterscheidet jetzt diese Agenda 2030 von der Agenda 2010 und von Hartz IV? Mhm. Und die zweite Frage an Herrn Schlegel, die einschlägigen Urteile sind ja bekannt, aber ist nicht das Hauptproblem die Frage der Zumutbarkeit? Denn was für den A zumutbar ist, muss für den B ja noch lange nicht zumutbar sein. Und damit haben wir dann wieder das grundlegende Problem. Es gibt ganz krasse Fälle, die sind ganz klar. Ne? Wenn mir heute einer eine Arbeit anbietet in München, dann ist eher nicht gut. Aber es gibt ja viele Fälle, wo man sagen kann, wie regelt man das? Die Agenda 2010 war eine Arbeitsmarktreform. Die Agenda 2030, so unser Arbeitstitel, wird eine breite Reform sein, wo natürlich auch das Thema Energie, Steuern, Fachkräfte, Bürokratie und vieles mehr Niederschlag findet. Wir haben einen Plan für Deutschland und den entwerfen wir. Die Bundesregierung hat keinen. Und wir wollen mit der Agenda 2030 zeigen, was wir besser machen als die. Zumutbar. Hartz IV ist eine Arbeitsmarktreform, bezogen nur auf das Thema Arbeitsmarkt. Und die Agenda 2030 ist sehr breit, wie ich es gerade skizziert habe. Und da ist die neue Grundsicherung ein Baustein von vielen. Wie sich die neue Grundsicherung von Hartz IV unterscheidet,
deshalb stehen wir jetzt hier und wollen das ja auch erklären. Bei Hartz IV, um jetzt mal einen Punkt herauszunehmen, ich habe zum Beispiel hier die, bei Hartz IV gab es das Prinzip Fördern und Fordern. Und da gab es eine sogenannte Eingliederungsvereinbarung. Da musste derjenige, der Geld vom Staat bekam, eine Eingliederungsvereinbarung unterschreiben, dass er auch Pflichten nachkommt, um wieder einen Job zu finden, der sinnstiftend ist und überhaupt nichts Schlimmes. Und dieses wurde abgeschafft sozusagen. Ich habe hier mal den Originaltext. Es gibt jetzt einen Kooperationsplan. Das lautet, der neue Kooperationsplan ist rechtlich unverbindlich und stellt eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit in den Mittelpunkt. Diese Unverbindlichkeit wollen wir wieder rausnehmen und eine Verbindlichkeit schaffen. Und gleichzeitig wollen wir, und das ist das Neue bei Totalverweigerern, davon ausgehen, dass sie keine Hilfe bedürfen, also kriegen sie keine Unterstützungsleistung. Das gilt übrigens auch, wenn jemand vorsätzlich Termine versäumt und sich beispielsweise selbst nach drei Monaten nicht meldet, steht auch im Papier, auch der wird behandelt wie ein Totalverweigerer, weil der Staat dann davon ausgehen muss, dass er keine Hilfe bedarf. Und da haben wir die Expertise von Herrn Schlegel mit hinzugenommen. Das ist rechtlich, verfassungsrechtlich möglich und das ist das Neue. Herr Schlegel. Also den Begriff Hartz IV werden Sie im Gesetz nicht finden. Ja, das geht zurück auf Herrn Hartz, den Herr Schröder eingekauft hatte, um sich aus der Wirtschaft Ideen geben zu lassen, wie man Wirtschaft wieder in Gang bringt. Und Herr Hartz hat, also es sind vier Hartz-Gesetze und das SGB II war eben im vierten Hartz-Gesetz, deshalb Hartz IV. Wenn man vergleicht das, was jetzt gilt und was bei Inkrafttreten des SGB II am 1. Januar 2005 galt, da kann man grosso modo sagen, dass das Fördern und Fordern sich ein Stück weit verschoben hat, wie Herr Laumann das dargestellt hat. Das Fördern hat nicht nachgelassen, das Fördern ist vielleicht stärker geworden in der Zwischenzeit. Das Fordern hat nachgelassen. Vor allem die Pandemie war eine Zäsur, indem man sagte, wir wollen nicht, dass die Menschen ins Jobcenter kommen, wir wollen auch nicht, dass die Jobcenter-Mitarbeiter rausgehen. Wir vertrauen auf die Menschen und wir geben ihnen die großen Fristen, um jetzt über die Runde zu kommen. Man wusste nicht, wie lange dauert Corona, welche Folgen hat Corona. Im Zuge der Corona-Pandemie wurden eben diese vermögensfreien Beträge, auch die Zeit, in der sich jemand eine günstigere Wohnung suchen konnte, drastisch erhöht, von 6 Monaten auf ein Jahr. Man hat sehr, sehr bescheidene Freibeträge erhöht auf 40.000 pro Kopf, 15.000 für jeden zusätzlich in der Bedarfsgemeinschaft, weil eben in der Corona-Pandemie plötzlich ganz andere Menschen in diesem System verortet werden mussten, als das vorher der Fall war. So, jetzt hat man die Formulierung war zunächst, wir berücksichtigen nur wesentliches Vermögen. So stand es im Gesetz, wesentliches Vermögen. Und dann sagte die BA, ja, was machen wir denn jetzt damit, mit wesentlich? Ja, und hat dann in Weisungen diese Zahlen ausgegeben, 40 und 15 für jede weitere Person. Und daran hatte man sich gewöhnt und im Bürgergeldgesetz hat man genau diese Zahlen übernommen, obwohl zu dem Zeitpunkt die Pandemie zu Ende war und diese besondere Bedarfssituation der Pandemie jetzt gar nicht mehr bestand. Und der ganz wesentliche Unterschied zwischen SGB II, 1. Januar 2005 und der jetzigen Situation ist einfach die, wir haben in beiden Situationen eine schwächende Wirtschaft, wir haben aber eine komplett andere Ausgangssituation, was den Arbeitsmarkt betraf. Damals Arbeitslosigkeit, Massenarbeitslosigkeit, wo viele eben wirklich keinen Job fanden. Und wenn ich keinen Job finden kann, weil es keine Arbeitsplätze gibt, dann ist die Sanktion auch ganz anders zu bewerten als in einer Situation, in der es Arbeitsplätze gibt, wo ich Arbeit finden kann, wo man sagt, okay, jetzt liegt es doch an dir persönlich, an deinem Engagement, ob du jetzt Arbeit bekommst oder nicht. Es liegt nicht so sehr an der Verstopftheit des Arbeitsmarktes. Das ist der wesentliche große Unterschied. Und was ich vorhin schon eingangs sagte, die schwächende Wirtschaft hängt auch daran, dass wir zu wenig Arbeitskräfte haben. Und über eins muss man sich auch klar werden. Woraus wird denn unser gesamtes Sozialsystem gespeist?
Also wir haben einen guten Sozialstaat. Ich stehe für diesen Sozialstaat. Ich bin ein Vertreter dieses Sozialstaats. In Deutschland wird jeder dritte Euro für Soziales ausgegeben, aber dieses Geld muss erwirtschaftet werden. Die Sozialsysteme leben davon, dass in Deutschland die Wirtschaft brummt. Das ist die Grundvoraussetzung. Und wenn wir erkennen, dass die Wirtschaft auch deshalb nicht mehr brummt, weil wir zu wenig Arbeitskräfte haben, ist es legitim zu fragen, gibt es denn nicht noch jemand, der vielleicht diese Arbeitsplätze besetzen könnte? Karlsruhe sagt auch ständig, natürlich darf der Staat begrenzte Ressourcen schonen und nur denen geben, die es tatsächlich wirklich brauchen. Karlsruhe spricht von den wirklich Bedürftigen und sagt, genau diese Schonung der finanziellen Ressourcen sichert auch künftigen Gesetzgebern, das ist eine Frage der Generationengerechtigkeit, es sichert künftigen Gesetzgebern, dass sie den Sozialstaat weiterhin betreiben können. Ja, also man soll jetzt nicht alles aushausen, sondern man soll mit Maß und Mitte diese sozialen Instrumente einsetzen und gucken, können wir uns das dauerhaft leisten oder können wir uns das dauerhaft nicht leisten. Also, Frau Hallier. Wenn ich das nochmal sagen darf, wo wollen wir eigentlich hin? Wir wollen doch nicht nach 2005 zurück, wie damals die Grundsicherung war, sondern wir wollen sie dem jetzigen Arbeitsmarktsituation vernünftig anpassen. Und ich glaube, dass wir in der ganzen öffentlichen Debatte eine Sache bis jetzt nicht hingekriegt haben, dass man verinnerlicht hat, dass wir eine völlig andere Arbeitsmarktsituation haben. Im Übrigen habe ich auch manchmal den Eindruck, dass das ganze System auch der Arbeitsmarktpolitik sehr stark geprägt ist von diesen vielen Jahren der starken Arbeitslosigkeit. Und irgendwie der Schalter nicht umspringt in diese neue Chancen, die das hat. So, da ich ja schon sehr lange in der Politik bin, es ist doch so, ich habe Jahre in Nordrhein-Westfalen als Minister gehabt, wo ich zu wenig Lehrstellen hatte. Jetzt haben wir mehr Lehrstellen wie Menschen, die Auszubildende sein wollen. Das wäre doch jetzt ein schlechter Minister, wenn ich nicht jetzt sehen würde, dass wir alles daran setzen, dass wir junge Leute, die sich schwer tun, eine passende Lehrstelle zu finden, jetzt in Lehrstellen zu bringen. Ich wäre schlicht und ergreifend ein schlechter Minister, wenn ich das jetzt nicht machen würde. Und deswegen müssen die Jobcenter die jungen Leute an die Hand nehmen, wir auch stärker in den Berufsschulen und sie in die Lehre kriegen. Weil wenn sie eine Lehre machen, wenn sie einen Gesellenbrief haben, verdienen sie anschließend so viel Geld, dass sie nicht mehr arm sind. Eine sehr nachhaltige Möglichkeit als Sozialminister, was ich auch bin, Armut zu überwinden. Also wo ich die Lehrstellen nicht hatte, wo ich sie einfach nicht hatte 2005 bis 2010, ist doch klar, dass dann viele, die nicht als ausbildungsfähig betrachtet wurden. Heute geben sich manche Unternehmen auch Mühe mit Leuten, die hätten sie 2005, 2006 nicht so gerne genommen. So, und deswegen muss man diese Chancen nutzen. Und so ist das auch auf den anderen Bereichen des Arbeitsmarktes. Und dann nochmal zu diesen Vermögensgrenzen. Man muss sich ja immer eins vor Augen halten. Ich habe da immer so die Reinigungskräfte vor Augen. Was sollen die eigentlich denken, dass die Steuern und Beiträge zahlen, um Vermögen zu schützen, die sie in ihr Leben nie bekommen werden? Ist auch eine Frage von Sozialpolitik. Klar. Ist es richtig, dass wir Menschen Beiträge und Steuern abnehmen, um auf der anderen Seite Vermögen in der Höhe von 40.000 Euro plus weitere Familienmitglieder 15.000 Euro, also sagen wir mal, Ehepaar 55.000 Euro, bares Geld, was diese Menschen nie erreichen werden? Über die Frage muss man ja auch mal reden. Und deswegen geht es jetzt nicht zurück zu irgendeinem Datum, sondern zu einer Reform der Grundsicherung in Deutschland, was der jetzigen Arbeitsmarktsituation und der jetzigen Realität angebunden ist. Und wir haben in dem Papier ja auch drinstehen, zum Beispiel bei der Angemessenheit der Wohnung, dass selbstverständlich Obdachlosigkeit zu vermeiden ist. Ich kenne das Thema in- und auswendig. Wenn die Wohnung etwas zu groß ist und man findet keine kleinere, dann muss es eben so bleiben, wie es ist. Deswegen haben wir den Satz reingeschrieben, Obdachlosigkeit muss vermieden werden, um auch hier diese Sicherheit reinzubringen, weil wir ja keine Fantasten sind und den Wohnungsmarkt nicht kennen, wie er sich in vielen Regionen Deutschlands darstellt. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir mit diesem Papier eine Versachlichung der Diskussion, die durch das Bürgergeld so langsam abgleitet in einer unsachlichen Diskussion, letzten Endes als Union und als Volkspartei leisten. Vielen Dank. Mit Blick auf mögliche Anschlusstermine sage ich bloß, wir haben noch 4 Fragen auf der Liste. Gut. Jeder darf den Hinweis so werten, wie er möchte. Frau Hallier ist als nächstes dran.
fasse mich auch kurz. Es geht in eine ähnliche Richtung von wegen, mit wem will man es denn eigentlich dann machen, wenn es kommt. Ich versuche es mal mit einem anderen Turn. Wie wichtig ist Ihnen denn dieses Anliegen, Herr Lindemann, wenn Ihre Partei dann vielleicht auch den Kanzler stellen sollte, wo doch die möglichen Koalitionspartner eher das Bürgergeld in jetziger Form bevorzugen würden? Es gab ja auch schon harte Kritik aus den Parteien, aus der Ampel. Wie wollen Sie da zusammenkommen? Wo ist da vielleicht auch von Ihrer Seite aus noch der Verhandlungsspielraum offen? Also wir reden hier heute nicht über Verhandlungsspielräume, sondern über CDU pur. Und wir müssen in Deutschland einen Mentalitätswandel einleiten. Das hört sich so abstrakt an. Aber Wohlstand ohne Anstrengung ist eine Illusion, gibt es nicht. Und dass die Bundesregierung jetzt auf die Idee kommt, auch 25.000 Arbeitskräfte aus dem Ausland zu holen für Arbeit in Deutschland, finden wir nicht gut. Und deswegen möchten wir gerne das System ändern. Und wenn Sie mich fragen, ist das eines der wichtigsten Punkte, die wir aufschreiben werden im nächsten Bundestagswahlkampf und mit denen wir dann mit den möglichen Koalitionspartnern reden. Frau Siewert. Ich habe eigentlich nur eine ganz kurze Verständnisfrage zu den Kürzungen, weil Sie gerade sagten, Herr Laumann, Obdachlosigkeit muss in Deutschland vermieden werden. Wie kann ich mir das vorstellen? Heißt Totalkürzung dann Mietschulden oder wird das zumindest, also wird die Wohnung immer gestellt in jedem Fall? Vielleicht auch die Frage an Sie alle, ich weiß nicht, wer das beantworten kann, aber genau. Also, ist geregelt. Also nochmal zu den Kürzungen. Es geht ja nicht um Totalkürzungen. Also bei den Totalverweigerern ja. Aber da geht es auch nicht um den Teil, den man braucht, um die Wohnung zu bezahlen. Nee. Wir haben ja auch in dem Papier reingeschrieben, dass andere Familienmitglieder wie Partnerinnen, Partner, Kinder unter dieser Sanktion nicht leiden dürfen. Steht auch in dem Papier. Wir haben heute das Papier nochmal ergänzt, was mir auch wichtig war, für die Frage, wenn Leute Termine nicht wahrnehmen. Da muss man natürlich schon nochmal ein bisschen gucken, warum nehmen die Termine nicht wahr. Also wenn Sie mal mit Jobcenter-Mitarbeitern sprechen, dann gibt es auch Menschen, die sind so, dass sie teilweise die Post gar nicht mehr öffnen. Weil sie, ja, weil es einfach so ist, aus psychischen Erkrankungen. So, dann wollen wir doch diesen armen Menschen nicht auch noch den Zuschuss streichen. Das heißt also, man muss dann auch mal gucken, was ist bei dem wirklich zu Hause los. Dass man eben auch von dieser, dass man auch in die Einzelfallgeschichte ein Stück weit eintaucht. Deswegen sagen wir ja auch, die Betreuungsdichte muss zunehmen, damit die Menschen in den Jobcentern auch eine gewisse Vorstellung, ein Bild vor Augen haben von den Menschen, über den Sie reden. Und deswegen ist es auch in diesen Fragen, haben wir das sehr sensibel angepackt und uns auch mit der Lebensrealität auseinandergesetzt. Christdemokraten sind keine Ideologen. Wir sehen die Lage, wie sie ist. Und die Menschen sind nun mal so, wie sie sind. Schon heute ist es übrigens geregelt, und zwar auch gut geregelt, dass Sie jetzt nicht Leistungen so kürzen, oder nicht Leistungen, sondern dass Sie dem Grunde nach jemand aus einer Wohnung raussetzen dürfen. Das ist dem Grunde nach nicht möglich und das wollen wir auch nicht, sondern es geht dem Grunde nach um die Frage, was ist mit Leistungsbezügen und nicht mit dem Wohngeld, das weitergezahlt wird. Also man will ja nicht neue Probleme schaffen, sondern man will Probleme lösen. Genau. Und entscheidend ist, dass wir bei allem hier denken sollen an die, die gerade hier nicht am Tisch sitzen. Und das ist übrigens die Mittelschicht, die noch arbeitet. Und das ist eine Mittelschicht, wir hatten es am Anfang genannt, die sich in einer Klemme befindet, weil sie dem Grunde nach in dem Moment, wo sie mit Mehrarbeit, mit Überarbeit, mit Feiertagsarbeit oder wie auch immer versuchen, mehr zu erzielen, ihnen das abgenommen wird, auch durch das Steuersystem, das wir haben, das zutiefst feindlich ist. Deshalb zu diesem Konzept natürlich auch unsere Steuervorschläge gehören, die wir auch schon im Grundsatzprogramm angesprochen haben, aber die wir fortsetzen werden, immer auch unter dem Gebot, Leistung muss sich lohnen. Und auf der anderen Seite, dass genau diese Mittelschicht dann auch aus den Transferzahlungen rausrutscht. Und das heißt, diese Menschen, die dem Grunde nach die Mehrheit in diesem Land immer noch bilden, immer noch 45,9 Millionen arbeiten gehen jeden Tag, diese Menschen fragen sich zunehmend, auch weil es hier um Mehrheiten geht, sieht das Land mich noch, sieht der Staat mich noch und sieht die Politik mich noch?
Und wenn ich mir gerade mal die Begleitmusik von draußen ansehe oder anhöre, was dort trompetet wird von dem einen oder anderen Bundespolitiker oder Bundespolitikerin, dann habe ich den Eindruck, dass sie diese Situation, die Realität dieser arbeitenden Mittelschicht nicht erkannt und auch nicht bereit ist, dafür Antworten zu bieten. Ja. Frau Sievert, die Regelsätze werden komplett gestrichen bei Totalverweigerer und zwar auf Dauer. Ja. Nicht Kosten der Unterkunft. Bei Kosten der Unterkunft wird geguckt, ja, ob es verhältnismäßig ist. Genau. Florian Kein. Auch zwei kurze Fragen. Braucht Deutschland vielleicht auch eine Obergrenze an Bürgergeldempfängern, Herr Linnemann? Und die zweite Frage, die noch offen geblieben zu sein scheint, ist ja, was versprechen Sie sich denn konkret insgesamt von dieser Reform? Sie haben ja die Lage am Arbeitsmarkt mehrfach angesprochen. Über wie viel Arbeitslose weniger reden wir hier perspektivisch, wenn Sie das 100% umgesetzt kriegen? Zur ersten Frage nein. Und zur zweiten Frage, es geht um Akzeptanz. Ich möchte gerne, dass nach der Reform die Bäckerei-Fachverkäuferin weiß, dass derjenige, der vom Staat Geld bekommt, es wirklich braucht, weil er bedürftig ist. Und nicht wie heute, wo der eine oder andere das Gefühl hat, dass ein System ausgenutzt wird. Das ist aber dann nicht, Schuld hat dann nicht derjenige, der das ausnutzt, sondern eher mehr oder weniger die Politik, weil es Anreize setzt und diejenigen, die es ausnutzen, verhalten sich nur rational. Also wir wollen ein gerechtes System. Das ist das Ziel. Nein, kann man nicht. Kann man nicht. Mit der Reform. Nein. Für den Arbeitsmarkt. Kann man keine Zahl nennen. Kann man nicht. Also es gibt eine interessante Zahl, die hat Herr Mittelberg genannt, dass wenn 100.000 in Arbeit kommen aus dem jetzigen System, ist das ein Äquivalent zu 3 Milliarden Euro Steuerersparnis. Und gleichzeitig gehe ich davon aus, dass wir schon den Anspruch haben müssen, in solchen Bereichen zu denken und die Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Wir reden hier also nicht über ein paar hundert, sondern um mehr. Oder aber auch in Arbeit zu halten, das ist mir noch wichtig. Denn es gibt zunehmend die Diskussion tatsächlich, gerade bei denjenigen, die nicht extrem viel verdienen, zu sagen, lohnt es sich noch? Dort ist die Bäckerei-Fachverkäuferin angesprochen. Ich habe selbst nach dem Abitur eine Lehre als Verkäuferin gemacht. Wir wissen relativ gut, was die verdienen, aber auch ein Tischlergeselle. Und wenn ich eben höre, auch das die Geschichten vom Wochenende. Wir sind ja viel als Christdemokraten immer noch vor Ort unterwegs und sagen, die Wirklichkeit ist am Ende die beste Schule für uns. Wir fürchten sie ja nicht. Aber dann ist es so, dass viele Unternehmer auch gegenüber meiner Vereinigung beklagen, dass sich inzwischen oft auch nur noch Personen bewerben, die etwas schwarz dazu verdienen wollen, um entsprechend ihre staatliche Unterstützung nicht zu verlieren. Das ist dieser Fehlanreiz, über den wir sprechen, zum Beispiel im Bereich der Gastronomie. Und diese Bewerber, die dann kommen, das auch explizit vorrechnen und sagen, wir haben in dem und dem Rechner uns das angeschaut und mit einem kleinen Nebenjob und etwas Geld schwarz auf die Hand, diese am Ende dann schnell 400 bis 500 Euro auch mehr verdienen als jemand, der von Montag bis Freitag arbeiten gibt. Das wird nicht die Regel sein, aber wir dürfen den Fehlanreiz auch nicht dahin setzen, dass diejenigen, die heute noch arbeiten, sagen, ich bin doch der Dumme und jetzt bleibe ich auch zu Hause. Diese Gefahr ist übrigens, auch was das Thema der sozialen Spaltung angeht, sehr viel größer als am Ende die Gruppe, die zurzeit diese Anreize auch missbraucht. Und letzte Frage, Herr Ponzen. Wenn jetzt Ampelvertreter entgegenhalten, das Problem der Totalverweigerer haben wir uns ja auch schon angeguckt und unser Minister Herr Heil hat dazu ja zum Jahreswechsel auch schon einiges verkündet, vielleicht aus Ihrer fachlichen Sicht, aber auch aus Ihrer Sicht, warum ist das nicht ausreichend? Also das BMAS beruft sich in der Begründung dieses Entwurfs genau auf die Passage der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die ich Ihnen vorgetragen habe. So gut. Und ich kann dieser Passage jetzt nicht entnehmen, dass Karlsruhe davon ausgeht, dass man dann nur den Regelsatz für 2 Monate entzieht. Also wenn jemand seinen Pflichten dauerhaft nicht nachkommt und es deshalb gerechtfertigt ist, verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist, ihn so zu behandeln, als hätte er keinen Anspruch,
dann frage ich mich, ja, warum soll das nur 2 Monate gelten? Es gilt so lange, bis diese Person ihren Mitwirkungspflichten nachkommt, bis sie sagt, ja, ich bin jetzt bereit, ernsthaft bereit, diese Stelle anzutreten. Und dann gibt es das Geld auch wieder. Also es ist im Endeffekt aus meiner Sicht zu kurz gegriffen. 2 Monate, ja, und dann? Gut. Aber das war ein politischer Kompromiss. Ja. Ja. Und die Mitwirkungspflichten, wie ich eben aufgezeigt habe, sind unverbindlich kooperativ. Und wie wollen Sie gerne verbindlich kooperativ machen? Deswegen werden auch nicht viele Fälle kommen in diesem Bereich. Und das muss man auch sehen. Hervorragend. Dann vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse, für Ihre Ausdauer. Einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wollen wir noch ein Foto machen?